Hallo und herzlich willkommen hier zu Vulkanoids. Es geht wieder weiter hier, Leute. Yo, wir sollen uns bewaffnen, vorbereiten für den Angriff. Ja, inzwischen haben wir das Schiff ja auch schon mit Schrotflintentürmen ausgestattet. So, jetzt brauchen wir für die ganze Sache ein paar Sachen hier. Wir müssen Schwarzpulver herstellen, wir müssen Patronen herstellen. Wir müssen Bestandteile herstellen für Waffen, Kupferrohr, Bammer und Kupferrüstung sollen wir herstellen, obwohl wir schon eine tragen. Warum sollen wir eigentlich zwei herstellen? Das habe ich auch noch nicht verstanden. So, ich gucke mal ganz kurz, was wir hier noch auf Lager haben. Na gut, nichts, was wir jetzt hier unbedingt. Kohle, Kohle, Kohle. Ich meine, hier muss man auch immer wieder die Kohle im Auge behalten, ne? Dass wir noch so eine Kohle da haben. Da haben, glaube ich, sogar schon geschossen mit der Waffe. So. Na, ich und die Leitern. Das wird ja mal heitern. Nee, Quatsch. So. Also, Schwarzpulver, 36 brauchen wir mindestens. Machen wir 10. Warte mal, ne, 10 reicht nicht, oder? Ne, 10 reicht nicht. Komm, noch einmal 10. So, da draußen können wir Kupferbahn herstellen aus dem Zeug hier. Okay. Könnte man. Der kann aber auch noch mal. Wir haben ja noch ein bisschen Kupfererz übrig, ne? So. Dann machen wir hier Rohre. Na, da kann man auch die Schrotze herstellen, aber brauchen Waffenbestandteile. Ah, der Vulkan bricht bald aus. Na, da machen wir mal die zwei Waffenbestandteile. Patronenhülsen. Wie viel? Na komm, dann machen wir auch mal einen kleinen Schlag hier. Machen wir gleich mal 5. Dann Schrot herstellen. Das ist Munition, wird mal Kupferrohr brauchen wir auch noch. Dann machen wir 2x5. Schrotflinte herstellen, gut, Munition, Schrot. Wie viel brauchen wir von Schrot? Mindestens 60. Also auf jeden Fall hier einmal. Okay, das reicht auf jeden Fall. So, Kupferrüstung herstellen, Schrotflinte herstellen. Werkzeug, Schrotflinte, die doppelläufige Schrotflinte, kurze Version. So. Handgranaten soll ich 15 herstellen. Und die Kupferrüstung. Zweimal, warum auch immer. Was? Warum unterbrochen? Ach so, ja, weil der Vulkan kommt. Ja, wird nach dem Vulkan, ja. Wir müssen abreißen. Wir brauchen nicht immer auf den letzten Drücker warten. Ja, da kommt auch schon die Sirene, die kurz vor der Minute Sirene sozusagen. Ich weiß gar nicht, wie schnell das Schiff da braucht, um runterzukommen. Oder wie lang. Dass es wirklich sicher ist, ne? Ich glaube 20 Sekunden vorher haben wir auch schon, ja. Wir hatten das ja mal, wir haben das Achievement dadurch bekommen. Da habe ich jetzt genau die Rüstung wieder noch gebastelt. Warum der Auftrag wird doch trotzdem fortgesetzt? Was soll der Quark? Na gut, wir haben noch eine Aufgabe. Shotgun Showdown. Na, das Small Drones. So ist pesky, buzzing little nuisance. They're fast and they're annoying and they have a knack for getting in your way. At the worst possible moment, but fear not, you have the ultimate solution, a trusty shotgun. It's a time to show these bots, who is the boss. Ja, okay. Ja, freiwillig gesetzt, wir sollen jetzt Drohnen mit der Schrotze kaputt machen. Ah, Vulkan ist explodiert, okay. Erzählen wir aber auch, dass wir keinen Energieverbrauch haben. Ja, plus 5 haben wir jetzt. Okay.
Also was heißt keine Energieverbrauch? Wir haben null, ja, stimmt, aber wir produzieren gerade mehr, wie wir brauchen. Ich habe das ja immer so gehandhabt, dass wir eigentlich 0 und 0 hatten, ne? Dass ich eigentlich für alle Module, die ich habe, die an wären, dass das reicht, ne? Jetzt sieht man ja auch, dass die ganzen Module aus sind, weil sie eingefahren sind hier. So. Ja gut, ich muss die jetzt finden. Das will ich jetzt aber nicht. Und zwar, wir waren hier vorbereiten für den Angriff. Gut. Dann gehen wir wieder nach oben. Ja, das war ja klar. Wieder mal besetzt. An die Säcke. Jetzt steht da dieses komische Raffinerieschiff da oben drauf. Das sind ja echte hier Mistgurken hier. Also echt. Stehen die auf meinem Platz? Ja, im Prinzip weggegangen, Platz vergangen, ne? Ja. Kannst du auch nichts machen. Ah, wir müssen jetzt diesen Scheiß einsammeln hier. Bis jetzt erstmal wieder Landeplatz finden. Ja, da steht auch einer am Fluchtlandeplatz. Können wir auch nicht auftauchen. Da kommen wir nicht weiter. Ja, man kann halt bis auf drei Ebenen runterfahren noch dann. Aber da wird es halt auch schwieriger. Der kommt dann nicht mehr durch die Materialien teilweise. Ja, Lagerraum ist schon wieder voll. Ja, das geht halt relativ schnell in dem Spiel. Gibt auch eine Errungenschaft, da müsst ihr mit einem Lagerhaus auskommen zum Beispiel. Oder mit einem, immer nur einem Kraftwerk. Habe ich aber alle schon früher gemacht, ganz am Anfang. Diese Errungenschaften. Oder gar keine Quests annehmen, das gibt es auch noch. Kann man natürlich machen, ne? Was eigentlich der Balken da bedeutet, der kleine da vorne dran, was das heißt. Ja, es ist sehr diesig. Man sieht noch nicht mal, wo wir jetzt auftauchen, oder? Ja, Frachtraum ist voll. Nerv mich nicht. Er ist noch am Auftauchen. Warte mal, das dürfte aber nicht mehr voll sein, oder? Weil jetzt ist ja der andere ausgeklappt, oder? Nee, ah nee. Ah, der andere, der obere, der muss nicht ausgeklappt sein. Jetzt verstehe ich's. So, ich brauche. Ach, jetzt, ah, verdammt. Jetzt habe ich alles genommen, ich Trottel. Mann! Wie blöd kann man sein, Leute? Blödsinn hier. Jetzt habe ich echt wieder alles auf. Ah, manchmal, ja. Manchmal ärgert man sich über sich selber, ne? Stapeln, ich wollte hier stapeln. Hab die falsche Taste gedrückt, Trottel. Alles wieder einlagern hier. Auch den Mist, ne? Die Schrotze brauche ich. Die will ich aber eigentlich hier oben hin haben und dann die Handgranaten. So. Ihr wollt doch eine Kupferrüstung. Warum soll ich eigentlich zwei Kupferrüstungen herstellen? Ich kapiere es nicht. Kann doch nur eine tragen. Dong. So, Handgranate nehmen, haben wir schon gemacht. Kupferrüstung nehmen, zweimal. Ja, warum auch immer. So, ja, wahrscheinlich, dass ich die dann austauschen kann, wenn es ist. Naja. So, nähere dich dem feindlichen Drillship. Auf den Kampf vorbereiten, Munition und Granaten nehmen. Cockdrillschiff nähern. So, irgendwas haben sie auch wieder zerlegt. Irgendwo haben sie Bots erwischt. Da drüben sind da noch welche. So, warte mal, musste mal hier die Aktionsleiste. Wie kann ich die modifizieren? Das ist ja total Mist hier. Das dahin, das dahin. Ne, wobei, stopp. Das so.
kurz. So können wir es lassen. Aber hier seht ihr mal wieder, die haben die komplette obere Leiste von der Tastatur ausgenutzt. Sogar bis zu den Akzenten hier. Ne? Ja, so muss man es machen. Also das würde ich bei mir bei anderen Spielen auch gerne wünschen. So, gut. Das wird jetzt wieder weniger diesig. Jetzt können wir uns auch mal hier die neuen Türme angucken, meine ich natürlich. So, hier, das ist der Schrotflintenturm. Ja. So, wo hat er jetzt was zerlegt? Ich weiß zwar jetzt nicht, ob das der Pistolenturm war oder. Ja, da war. Am Ende auch. Ja, die Spawn, zu lange gewartet. Jetzt haben wir es live gesehen. Es ist am Ende auch egal, wer es kaputt macht, ne? So, Revolver-Munition. Wie viel haben wir? Haben wir noch genug? Ja. Was? Ihr Schweine habt getroffen. Echt jetzt? Wo war denn der? Ich weiß es nicht. Wir machen die Quest weiter und das Schiff wird jetzt... die Rüstung. Warte mal, die Rüstung könnten wir nochmal aufladen. Ja, wenn dann schon, dann... Scheit. So, hier manchmal dampft es, manchmal auch nicht. Also die Kraftwerke arbeiten nicht immer, wenn die Energie voll ist, dann hören sie auf zu arbeiten. So. Ja, das geht halt jetzt nicht telemäßig, glaube ich, hier, dass ich die Rüstung auflade. Mit dem Tool hier. Ich kann hier auf 4 zugreifen, warte mal. Ich kann hier Sachen ein- und ausschalten. Ja. Genau. Das geht. Was ist denn das hier? Hä? Ah, hier sehen wir aber die maximale Energie, die wir brauchen. Hier können wir das nächste Abteil schalten, okay. Ja gut, mehr kannst du aber hier halt nicht machen. Intake 15. Na gut, wenn man jetzt einen maximalen Energieding hätte, dann hätten wir zwei miese sozusagen. Wir würden irgendwann dann out of Energie laufen. So was in der Art, ne? So, wollte ich nochmal gucken. So. Gut. Zack. Rüstung nachgeladen. Das gab es früher halt auch nicht, ne? Revolver, warte mal, wir sind noch nicht mit unseren Freezen fertig hier. Wir müssen da die Quest noch weiterschalten. Ich kann mich eigentlich hier verstecken. So. Überraschung. Ja, sie waren sehr überrascht, ne? So. Hier waren wir schon mal. Da haben wir nicht die Mine oder was das war. Ne, es ist keine Mine. Das Ding halt aufgebrochen. Ich glaube einfach ein Shelter sozusagen. Also so eine Unterkunft. Wenn man zwar nirgends mehr ins Schiff schafft rechtzeitig, kann man sowas auch aufsuchen. Wie halt die Mine, ne? Wie der Fuß da so rumwedelt. Ja, ich will jetzt eigentlich noch nicht die Quest da fertig haben, also die Stimmerung geschafft. Ich meine, die ist halt leicht zu erreichen, ne? Ich bin nochmal nicht so der Achievement Hunter. Wenn ich was leicht erreichen kann, ohne groß hier mich zu verbiegen, dann mache ich es. Und wenn es halt nicht geht, ja, Tischi wird beschädigt. Manchmal greifen sie halt auch an Stellen an, wo... Ja, was? Seid ihr wahnsinnig? So, haben wir jetzt die Quest erledigt? Nö, oder? Okay. Irgendwie nicht. Na, den Kopf nehme ich, die Munition nehme ich. Jetzt liegen halt so viele beieinander. Da wissen wir jetzt nicht, wer... Nehmen wir noch bestimmte Sachen mit. Haben wir noch irgendwas Neues?
Ach, müsste alles gewesen sein. Ja, die Errungenschaft habe ich noch nicht bekommen. Okay. Na, das war schon heftig. Aber jetzt kommt das Schiff hier dran. Das heißt, ich kann dann die Rüstung wechseln, wenn die zu wenig Energie hat, oder was? Ich sollte schon mal Granaten ausrüsten, weil die haben hier eine Ballertürmchen. Wo ist denn das? Na gut, die Gegner kann ich auch mal so. Ich kann die mal vom Schiff weglocken. Komm her. Ah ja, da ist der Turm, okay. Aha. Hast du gedacht, dir? Du kommst von der anderen Seite. Ach, diese Mistdrohne hier. Nichts Gescheites. Okay, nichts Gescheites. So, aber habe ich jetzt die Errungenschaft geschafft, oder wie? Und das sind noch mehr. Putzi, 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 buh. Wir könnten auch mal. Ja, okay, die muss erstmal nachgeladen werden. Ja gut, das ist eine Nahkampfwaffe, klar. Und eigentlich muss jeder Treffer sitzen, weil er halt immer nur zwei Schüsse habt im Rohr. Gut, die kann man jetzt doppelt abschießen. Ne? Manchmal kann man es in manchen Spielen, dass man eine Waffe doppelt abschießen kann. Da hatten die nicht hier einen Turm. Aber mit der Schrotzige ist schon wesentlich einfacher. Ah, das Schiff haut schon wieder ab. Ja, toll, dankeschön. Mist. Ah, Mann. Ja, wir haben jetzt hier einen Haufen Roboter zu bekämpfen und ja, jetzt ist das Schiff abgehauen, ja. Ja, da kannst du auch nichts machen, wenn es so ist. So, wo ist denn jetzt unser Drillship? Hier. Oh Mann. Ja, ich kann doch jetzt jedes x-beliebige Schiff nehmen, oder? Ja, sowas Blödes aber auch. Was sind die abgehauen? Ja. Na gut, ich kann natürlich die Granaten auch sofort schmeißen. Ja, aber ihr seht halt, dass die relativ schnell auf Tauchstation gehen. Jetzt bin ich irgendwie falsch. Bin ich denn? Hier. Hä? Ist das auch abgetaucht, das blöde Schiff? Das hunkt. Käse. Da ist jetzt eins. Oder hier. Ja, muss das jetzt irgendein bestimmtes Schiff sein? Weil hier jetzt das wieder ist, ja. Na, wahrscheinlich. Muss ein bestimmtes Schiff sein, ein bestimmter Typ. Na gut, hier können wir doch Sachen mitgehen lassen. Gut, aber ich glaube, da ist eigentlich meistens das Gleiche. Ich habe gedacht, was dabei ist, das hier die Lava, wo da so kocht, sozusagen. Hochkocht. Na gut, wobei, das ist jetzt ein Forschungsschiff. Ja, es scheint mal wurscht, egal was für ein Schiff es ist. Drillship heißt ja Bohrschiff, ne? Ockbuckbohrer. So, wie gesagt, ich gehe jetzt halt mal weiter weg von meinem Schiff, aber ja. Man kann es ja jederzeit immer rufen und man kann sich ja auch so in Sicherheit bringen, wenn es ist. Wir haben zum Beispiel wieder die Mine, wo wir uns in Sicherheit bringen könnten. Aber er will jetzt eigentlich dahin, ne? Eindeutig. So, der Mine war mal auch schon. Das bleibt auch offen. Das wird nicht mehr zugemacht, der Verschlag. So, hier. So, jetzt tue ich gleich mal den Bohrer zerstören.
Da, Edge. Ich kann mal ausspringen. Ich hoffe, die fangen jetzt gleich mal an, wieder unter Tage zu gehen. Yes! Der Bohrer ist kaputt. So, Pulver nehme ich mit. Das nehmen wir mit. Was für Autosave? Na, die Röhre hier müssen wir eigentlich zerstören, oder mal? Kann ich durch die Tür? Ja. Geht. Aber ich kann doch auch. Ja. So, da wird jetzt eh gleich wieder einer rauskommen, oder? So, 2 Tesla Miniturm Auftragsbelohnung. Inventar hinzugefügt. Okay, perfekt. Hilf mal. Achso, das ist hier mit Shotgun. Hä? Das verstehe ich nicht, Leute. So, ich kann hier rauswählen, was da reingepackt wird. Das sage ich vorher schon mal. Ich kann dann nur auswählen, was da reingepackt wird, dann bloß. Oder markieren, was drin ist. So kann es sein. Das nehmen wir natürlich alles mit hier und machen hier wieder Sachen kaputt. Dankeschön. Dankeschön. Aber nicht eigentlich auch hier. Ah, ich habe vielleicht keinen Zugriff, ja, aber ich kann es nicht deaktivieren. So, jetzt machen wir halt, wie gesagt, das Schiff noch am Arsch. Nein, das eine ist abgezischt, aber das andere haben wir hier. Das haben wir locker hier. Ne? Aber ja gut, der braucht schon ordentlich Granaten, um den Bohrer vorne zu zerstören. Und in der Zeit, wenn er halt Pech habt, kann die abtauchen. Frachtraum. Statuspult. Das nehmen wir mit. Das können wir bei uns aufbauen. Das brauche ich alles nicht. Ach ja gut, ich kann ja so. Ja. Kann das auf schiffsweite Inventar zugreifen hier. So, das waren aber noch nicht alle Module, ne? Oder alle Wände, ich weiß gar nicht. Weil sonst wird das Schiff ja explodieren, ne? Ich meine, das Funkgerät zählt, glaube ich, als Modul. Das dauert sehr lang. Ja, Modul zerstören. Ach, das war noch nicht kaputt. Ach so. Oh, Alarm, Alarm, Alarm. Rums, die Bumsti. Und das kann man jetzt wieder. Na gut, es geht nur mit der Spitzhacke. Ja, Kupferschrott. Na, hier kriegt man wieder Module. Gut, es war ein Forschungsschiff, deswegen kriegt man Forschungsmodule raus. Okay. Haben wir noch was? Modifizierte Kettenteile. Oh. Nett. Das ist beim letzten Mal eigentlich übersehen, weil wir haben ja schon mal das geplündert. Ah, das ist nice. Welche wird beschädigt? Ja, gut, da können jetzt nachgucken, wie viele da rumgammeln.
So, jetzt können wir eigentlich bequem wieder da zurückgehen. Wir hätten das Schiff jetzt natürlich auch herrufen können, ne? Jederzeit, das ist möglich. Ich weiß jetzt gar nicht, wie weit es weg ist, warum das jetzt hier nicht angezeigt wird. Ach, wir kommen hier am Hafen vorbei, okay. Also beim U-Boot. So, hier sind keine Bots, überhaupt keine Bots. Also das Symbol da, das sieht halt immer aus wie so ein Roboterkopf, ne? Aber das heißt halt eigentlich nur Gießereischiff zum Beispiel. So kann man ungefähr den Typus der Schiffe festlegen, ob man den gewachsen ist oder nicht. Und je nach Stern, umso größer, umso stärker ist es. Umso mehr müsst ihr da auf Gegenwehr achten. Brauche ich. Das nehmen wir nicht mit. Ja, mit der Schotze muss man halt fair nah ran, ne? Aber damit bin ich gut. Das wollte ich gar nicht. Hier ist sowieso ein Shelter. Ah, ich bin Rambo. Was schafft mir hier Zutritt? Ja, nichts Berühmtes hier. Und das habe ich, glaube ich, schon probiert, ob man es abmontieren kann, aber es geht, glaube ich, gar nicht. Nee, kann es nicht abmontieren. Sonst wäre es ja noch easier, an Zeugs ranzukommen. Man kommt eh schon ziemlich einfach an Sachen ran. Gut, aber ich weiß noch, manche Sachen, die hast du wirklich vergeblich gesucht. Da bist du rum und ach, das gibt's doch nicht. Wo gibt's denn das Zeug? Und, das ist echt. Wenn du das dann halt noch nicht herstellen kannst oder so, dann bist du halt aufgemissen. So, hier ist es warm. Gut, wie ich jetzt eine Drohne in so ein Lava-Ding reinschubsen soll, das habe ich auch noch nicht rausgefunden. Aber wozu habe ich jetzt hier mehr Rüstungsteile mitgenommen? Das hat einfach keinen Sinn gemacht. Oder sind die Quests hier für mehr Spieler gedacht hier irgendwie? Oder, naja, ich weiß es nicht. Weil, oder ich bin einfach zu gut, dass ich hier die Rüstung gar nicht so aufbrauche. Ja, oder ich spiele im einfachen Modus, halt der zu einfacher Modus, aber yo, ich will's, wie gesagt, eigentlich nie bockelhart haben. Weil ich will ja auch weiterkommen irgendwie. Ja, da hat er Sachen zerlegt. Wollen wir nicht. Jetzt müssen wir wieder gucken, jetzt müssen wir wieder Reparatur machen. Okay, der Bohrer ist ein bisschen beschädigt. Ist auch beschädigt, ja. Tesla Miniturm, okay. Warte mal, geht denn das eigentlich? Wo kann ich denn hinbauen? Keine Ahnung. Der Innenreihen, genau. Kann ich mir selber Stromstöße geben, wenn ich will. Da, wo ist denn noch was beschädigt? Hier nicht. Da haben sie ein bisschen beschädigt, okay. Da steht es für 96, also ich verstehe es nicht so ganz. Irgendwas ist noch beschädigt. Sind diese Minitürme für innen gedacht? Also das wäre dann total bescheuert. War hier irgendwie Laufketten beschädigt oder was? Ich weiß es nicht. Irgendwie ist... Aber das haben wir die ganze Zeit schon mit den 96%.
Bohrer ist es vorne nicht. Kern vielleicht? Was habe ich jetzt gerade? Ah, jetzt halt den Turm hier installiert. So ein Quatsch. Ah, das ist dieses Bilanzding hier. Ja, man kann halt auch innen anbringen. Aber wenn, dann müsste ich ihn hier außen anbringen, dass es Sinn macht, ne? Also wenn hier mal Bots nach innen kommen, naja, gut, klar, aber normalerweise mache ich das, ist das nicht der Fall. So, das Energiepult könnte ich irgendwo hinstellen. Warum tönt das jetzt ständig hier immer? So, weil, ja, ich habe schon verstanden, warum. Dann machen wir mal hier hin. Kernplätze. Ach so, das sind Kernplätze hier. Und wenn das aufgebraucht ist, wenn der voll ist, dann kann ich nichts mehr weiter anbauen. So, Rumpf 18. Okay, Energie. Jetzt haben wir halt nochmal eine Übersicht hier. Aber irgendwo ist hier was beschädigt und ich kann es nicht komplett reparieren. Warum auch immer. So. Was haben wir noch? Jetzt wollte er, dass ich Kockschiff Stufe 2 zerstöre. Für diesen Auftrag musst du dich in eine Abrissbirne verwandeln. Rüste dich mit genügend Munition und Granaten aus. Die Mission besteht darin, ein Drillship der Stufe 2 vollständig zu zerstören und Teile des gehärteten Bohrers zu erhalten. Ah, wir brauchen ja einen anderen Bohrer. Sie sind für die Herstellung eines gehärteten Bohrers für unser Drillship erforderlich, sonst könnten wir harten Felsen der Tage nicht durchqueren. Um das Drillship zu zerstören, musst du alle Module sowie Seitenwände und Decke zerstören. Versuche den Bohrer am Bug zu beschädigen, damit das Schiff nicht entkommen kann, bevor du alle Module bestörst. Ja. Das haben wir ja schon mitgemacht. Dieser Auftrag ist umfangreich, stelle ich sicher. Ja, okay. Viel Glück. Danke. So, haben wir noch eine andere Quest? Na gut, ich ist Shotgun Showdown. Na gut, das geht halt nebenbei. Das geht nebenbei. So, Leute. Stapeln. Ja, wieder Material. Eine Granate habe ich noch. Okay. Tesla-Turm. Hä? Habe ich jetzt irgendwo einen so einen blöden Tesla-Turm noch installiert oder so? Aus Versehen? Weil ich mir halt. Ja. Ja, man kann. Man kann das halt hier hinmachen, aber ich brauche die nicht. Eigentlich brauche ich sie nicht. Wenn, da bräuchte ich es für außen, für oben, irgendwo auf dem Dach oder so, dass ich die dann zappen kann. Ja, irgendwie haben die zu viel C und C2 gespielt oder so. Red Alert oder so war hier. Weiß gar nicht, wo es die gab. Ah, die gab es da auch schon bei Tiberian Sun. Nee, gab es nicht. Nee, die gab es bei Alarmstufe Rot. Das erste Mal, da die Sowjets hatten die dann immer. Diese Tesla-Türme. Also, man kann sehen, wie man will. Man sammelt einfach irgendwie immer ständig Material ein. Und irgendwann wundert man sich, dass die Lagerplätze voll sind. Ne? Das ist brutal. Und wenn man schon sagt, ja, man will eigentlich nichts mehr mitnehmen, dann nimmt man es halt trotzdem nochmal mit. Und ja. So, die Minitürmchen, die will ich zerlegen. Wo war das Schreddermodul? Hier. Die brauche ich ganz ehrlich nicht. Also das ist Quark. Das kann man zerlegen. Was kriege ich dafür? Kupferbar. Nee, das machen wir nicht. So, ich will mal gucken, ob ich hier noch irgendwas forschen kann. Was Vernünftiges. Laubhase, einfache Steuerung. Rekrutenausrüstung. Forschungsstatus 1. Eine, zweimal braucht man. Das geht nicht. Das würde gehen. Fertigungstechnologien.
Ich verstehe das nicht so ganz. Okay. Ja, dann machen wir mal das hier. Von der Quest hier wird es vielleicht eh mal irgendwann gefordert, aber ja gut, wir müssen es ja nicht unbedingt machen. So. Vulkanausbruch ist wieder in 5 Minuten, okay. Das ist jetzt wieder die Sache, ne? Das ist jetzt wieder die Sache. So, wir müssen ein Spielschiff der Stufe 2 suchen, auf jeden Fall. So, und wir müssen noch mehr Granaten und so herstellen. Warte mal, hier können wir eigentlich wieder Pulver herstellen. Steuerungsblaupause, schalte Steuerung anzeigenfrei, okay. Gut, dann haben wir das auch. Habe ich ja gerade fast so schwarzes Pulver. Haben wir auch mal schon mal hinreichend hier. So, wie war denn das noch? Und dann müssen wir hier gucken. Granaten. 4 Meter Radius, okay. Schaden 100. Reichweite 20. Hä? Höchster Schaden Explosionssender, okay. Naja, wir müssen ordentlich viel mitnehmen. Weil, ja. So. Gibt's denn was ist für Kupferrohr fehlen? Warte mal. Machen wir ja auch hier Komponenten. Na, falsch. Ach, Kupferrohren. So, gibt es hier noch irgendwas Besonderes? Nee, warte mal. Wir könnten auch noch ein bisschen Munition herstellen. Da warten wir mehr. Eigentlich müssten wir genug Schrot haben. Weil da machen wir auf jeden Fall nochmal eins. Damit, ja gut, meinetwegen 500. Dann machen wir hier auch nochmal 100. So. Ich glaube, sonst geht es nämlich sowieso nicht. Vielleicht nehmen wir nochmal Schrot mit. Meine hat eigentlich noch genügend. Wir machen noch mal ein bisschen mehr Schrot. Ich glaube nämlich, da brauche ich 20, okay? Wenn ich 5 herstelle, ja gut, also 500, da geht da ziemlich was drauf. So. Kupferschrauben brauchen wir auch noch. Haben wir jetzt auch schon alle verheizt, okay? Also können wir die langsam mal wieder mitgehen lassen? Ja gut, die nehmen wir eigentlich sowieso mit. Aber ja. Manchmal braucht man halt ziemlich viel Zeug, ne? So, genau, jetzt macht er wieder da, jetzt macht das abwechseln. Ja, das macht halt viel Sinn. Kann man es eigentlich versetzen? Jo, kann man. Genau, mach es mal die Kupferschrauben hier. Das macht ein bisschen mehr Sinn. Ah, die Muni. Ach, die Muni hat er gemacht. Okay, die ging. So, gut, wir müssen abtauchen. Klapp. Die Harmonika-Türmchen hier. Wir müssen abtauchen. Sonst ja, lieber frühzeitig abtauen, als zu lang gewartet, ne? Für meine Rede. Und zeigt es jetzt hier eigentlich Sachen an? Was ist denn das? Ich glaube, das ist jetzt fürs Schiff selber nicht zugänglich, oder? Das Modul. Aber ich kann hier Sachen rausnehmen. Ah, ja, da kommt erstmal die Sirene wieder. Alles schön gestapelt, wie immer. Aber schon wieder die Reparaturmodule. Die jetzt hin? Was ist denn das da? Erforschungsdaten. Aber macht jetzt keinen Sprengstoff mehr?
doch macht da. Wo du dann das jetzt hinliefern? Ich glaube da rein, oder? Ja gut, also hier, das haben wir erstmal genug an Munition. Das, ich habe gerade 500 Stack, aber ja gut, geht nicht. Die Munition brauchen wir jetzt für eine Weile gar nicht mehr mitnehmen. Aber hier kann man noch ein bisschen Kupferbarren machen. Hier kann man auch mal Schrott recyceln, das geht genauso gut. Haben wir auch einen Haufen, dass es immer ein bisschen beschäftigt ist, ne? Der Vulkan aus war. So, aber wir müssen leider für heute ja, das Schluss machen. Was steht hier? Kein Drillship gefunden. Es wurde kein Drillship mit der erforderlichen Aufwertung gefunden. Warten bis wieder auftaucht. Ja, toll. Ja gut, die sind alle untergetaucht. Klar, ne? Ja, immer noch keins gefunden. Teil des gehärten Bohrer brauchen wir nämlich. Sonst können wir die Quest nicht abschließen. Gut. Ja, da muss man halt auch mal warten können, ne? Gut, Leute, ich sage wieder wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Lego.